So, damit, ja, willkommen zurück, Starfield. Hier am Start, hier waren wir doch überall schon, ne? Gut, dann mal hier rein. Okay. Wir sind draußen. Oh, Pistole. In der Discovery-Klasse. Das Schiff ist älter als der Mond. Haben wir den eingesammelt? Burius Kraken. Ist lange her. Ha, in der Tat. Die Mine auf Bindi, oder? Kasal, was ein Drecksloch. Genau wie hier. Seltene Mineralien. Du hast jetzt einen etwas erleseneren Geschmack, was? Also, ihr habt was gefunden, ja? Genau hier, die neue. Ach ja. Und alles lief cool? Einfach wie Mineralien einsammeln auf Bindi? Kasal. Und nein, Barrett, es lief nicht cool. Sie ist nach der Extraktion umgekippt und hat ein wirres Zeug geredet. Ehrlich? Warst du auf dem Trip, ja? Könnte man so nennen, ja. Mir geht's gut. Gibt nichts zu bereden. Gleich so cool, ja? Nicht der sanfteste Einstieg in die Mysterien des Alls, aber hey, musste ich auch durch. Hey, gib mir einfach die Credits, dann bin ich froh, wenn ich dich und dieses Ding nie wiedersehe. Deswegen mag ich dich, Lynn. Kein Heckmeck. Barrett, die Scanner der Frontier melden ein Schiff, das sich rasant aus dem Orbit nähert. Ich dachte echt, sie wären weg. Barrett? Oh, Scheiße! Das ist die Crimson Fleet! Macht euch bereit! Okay. Wie in den Notfallübungen! Los! Ihr wollt mich verarschen! Das sind nur Rowdies! Wir schaffen das! Okay! In Deckung bleiben! In Deckung! Wir schaffen das! Das war eine ganz schlechte Idee. Wir haben keine Muni mehr. Hey.
Boah, einfach mit dem Laser. Komm zurück! Sind von uns welche gestorben? Nein, ne? Wie sind sie das? Hast du gesehen, wie Lin einfach auf die Piraten zugestürmt ist? Ja. So. Dann hat die eine jetzt keine Knifte, keine Magazin mehr. EDN, die ist. Reaktives Maskewin. Okay. Natürlich wurde Barrett verfolgt. Das war echt tolle Arbeit, trotz des Drucks. Du hast das Artefakt ausgegraben, ja? Dann hast du die Visionen gesehen? Du kommst mit mir zur Constellation. Du gehörst jetzt dazu. Zur Constellation, ja. Ja, okay. Wenn du sagen kannst, was du sagst, bin ich dabei. Fantastisch. Oh nein, Barrett, nein. Du glaubst, du kannst nach der Nummer einfach abdüsen? Oh, ich habe euch wohl echt gerade auf die Abschussliste der Crimson Fleet gesetzt. Wie wär's, wenn ich bleibe und stattdessen deinen Dusty schicke? Ich weiß, aber sie ist kein meiner mehr, Lin. Als sie diesen Felsen berührte, änderte sich was. Sag mir nicht, dass du es nicht spürst. Fein, abgemacht. Hau endlich ab, Dusty. Auf dich wartet Größeres. Danke für alles, Lin. Hey, bevor ich was sag, was ich bereuen werde. War eine tolle Zeit da unten. Nachdem das geklärt ist. Vasco, bring sie zur Loge. Keine Umwege, außer sie sind unvermeidbar, okay? Indigo-Protokoll. Indigo? Schon wieder? Schön. Ach, und hey, hier. Kannst du da draußen gut gebrauchen. Und du siehst sogar, wie spät es ist. Hey, sieh dir das an. Die Uhr passt dir perfekt. Also, Fragen? Warum schickst du mich? Solltest du nicht eigentlich selber gehen? Na komm schon. Bist du gar nicht neugierig, was es mit der Lichtshow und der Musik auf sich hat? Warum nur du das erlebt hast? Falls du es nämlich nicht gemerkt hast, von uns hatte seitdem niemand ein Problem. So wie ich das sehe, braucht die Constellation zwar das Artefakt, aber sie brauchen auch dich. Die Sache wird immer rätselhafter und du steckst jetzt mittendrin. Okay, und du gibst mir dein Schiff oder was? Eigentlich gehört es gar nicht mir. Oh. Es geliehen. Vasco hält dich auf Kurs. Außerdem mache ich eine Ausnahme, weil du der Constellation von deiner Vision erzählen kannst. Okay. Das ist das Problem mit den besiedelten Systemen. Man hält schnell alles für selbstverständlich. Während alle anderen politische Spielchen treiben, trotzen wir dem Unbekannten. Erkunden die gigantische Leere des Alls. Ohne uns
ist die Galaxie nur ein großes Zimmer mit ausgeschaltetem Licht. Das ist die 1-Million-Credit-Frage. Und die Constellation kann die Antwort finden. Mit deiner Hilfe. Sie folgen einfach der Beute. Wie alle Piraten. Und ich habe den Ruf, ein Beutesammler zu sein. Und Vasco, lass sie nicht mein Schiff zerstören! Wir leben noch. Sie sind nun wohl der neue Captain der Frontier. Ich muss kotzen. Ja, anscheinend. Gut. Mal Schiff überprüfen ein bisschen hier. Farmarket. APEC. Klasse A fliegen. Barrett sagt immer, es ist so leicht wie Radfahren. Ich versuche, die Schilde hochzufahren, falls es irgendwelche Probleme gibt. Okay. Ja, klasse. Alpha Centauri. Sol ist, glaube ich, unseres Sonnensystem, gell? Sol. United Colonies. Nicht möglich. Okay. Don't use. Medipack.
Ich hätte jetzt richtig Lust auf Chunks. Da gehe ich als erstes hin, wenn ich zu Hause bin. Ich muss für so lange Trips echt mehr Snacks einpacken. Boom Pop mit Rhabarber, vielleicht ein Müsli. Erwin hat immer super Studentenfutter gemacht, mit kleinen Marshmallows als Sternen. Das vermisse ich. Ja, okay, dann heben wir mal ab. Schilde bereit. Den Rest übernehmen Sie. Durch den Prozess leiten. Falls Sie aber schon viel Fluterfahrung haben, starten Sie einfach alle Systeme und es geht los. Jedes System auf einem Schiff braucht Energie. Sie kontrollieren, wie viel Strom wohin fließt. Sehen wir uns den Antrieb an. Der Antrieb kontrolliert unser maximales Tempo. Spielen Sie mit der relativen Geschwindigkeit. Schiffsantriebe haben einen gewissen Punkt, an dem man besser wenden kann. Wenden Sie Ihre Aufmerksamkeit dem Hut zu. Links unten sehen Sie einen Fahrtmesser. Die Anzeige verändert sich, je nachdem, ob Sie Schub geben oder wegnehmen. Zentrieren Sie die Anzeige so, dass sie mit der Mitte der vertikalen Balken rechts davon übereinstimmt. Mit Boosts kann man einen Geschwindigkeitsschub erhalten. Den Schilden zu. Leiten Sie Energie zu den Schilden. Mehr Energie erhöht deren Stärke. Schilde schützen das Schiff vor Hüllenschaden. Ohne Hülle werden wir pulverisiert. Die Schildenergie wird rechts unten angezeigt, der Hüllenschaden darunter. Sie fliegen recht ordentlich. Kennen Sie sich auch mit Kampftaktiken aus? Das dort ist nämlich ein Crimson Fleet-Schiff und es setzt seine Waffen ein. Wir müssen Ihre Schilde deaktivieren. Laserwaffen sind dafür besonders effektiv. Halte das Schiff in der Mitte des HUD, dann können wir es erfassen und eine Lenkrakete abfeuern. Die gegnerischen Schilde sind unten. Ballistische Waffen beschädigen die Hülle, wenn die Schilde offline sind. Glückwunsch, du hast deinen ersten Raumschiffangriff überlebt, Captain.
Lasst uns das Wrack nach Ersatzteilen und anderem Bergungsgut durchsuchen. Du musst nah ran, damit wir die Überreste betreten können. Es springen zwei weitere Crimson Fleet Schiffe zu unserer Position, Captain. Frontier her und werden nicht aufhören. Wir müssen uns um den hiesigen Captain der Crimson Fleet kümmern. Ein aktueller Scan zeigt eine verlassene Anlage auf dem nahegelegenen Mond von Creed. Ein perfektes Piratenversteck. Captain.
4 Gesundheit. Okay. Ja, ich würde sagen, ja, wir cutten an dieser Stelle und sehen uns dann gleich wieder.